Michael, lange Zeit habe ich ein relativ offenes, ausgeglichenes Spiel gesehen, aber dann nach dem Elfmeter habt ihr dann mit mehreren Toren das Ding sicher nach Hause gebracht. Wie hast du es erlebt und wie schätzt du ja, dieses Ergebnis ein? Ja, also wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, das wissen wir selber, dass wir da ja noch mehr an uns arbeiten müssen und nach dem Elfmeter, den wir leider nicht machen, waren wir trotzdem dann mehr im Spiel drin und haben das Spiel mehr an uns gerissen und waren zwar immer noch nicht so im Spiel drin, wie wir es uns erhofft hatten und wie wir es uns auch vorgenommen haben, aber nach der Halbzeit haben wir dann schnell das 1-0 gemacht und ja, am Ende war es dann ein Kampfspiel, was ja, offen war auf beiden Seiten, aber letztendlich hat dann unsere Qualität sich ausgezahlt und wir haben meiner Meinung danach auch verdient gewonnen. Es war ein relativ emotional aufgeladenes Spiel, viele Nicklichkeiten habe ich gesehen. Wie kannst du dir das erklären? Ja, Fußball ist immer mit vielen Emotionen geprägt und gerade wenn man jetzt, ich sag mal, ein kleines Derby hat, Nöttingen-Karlsruhe liegt nicht weit auseinander und deswegen glaube ich einfach, ja, der Kampf, es waren alle motiviert, die Rückrunde hat wieder begonnen und ja, deswegen wollte jeder 120% geben und dann kommt sowas zustande. Was sagst du über die Winterpause und über die Vorbereitung? Wie gut ist sie verlaufen? Wie gut habt ihr euch jetzt auf die anstehenden Aufgaben eingestellt? Und der zweite Teil der Frage ist, was habt ihr euch noch vorgenommen für die Rückrunde? Ja, also wir hatten eigentlich eine gute Vorbereitung. Wir haben viele Spiele gehabt, haben viel probiert, haben viel rotiert auch und haben auch von den Ergebnissen her eine ordentliche Vorbereitung gespielt, aber wir wollen trotzdem in der Rückrunde eigentlich jedes Spiel gewinnen. Wir wollen kämpfen, wir wollen immer 120% geben und dann werden wir am Ende sehen, was dabei rauskommt. Aber Ziel ist es, in jedem Spiel zu gewinnen und die 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nächster Gegner für euch ist dann daheim der SV Waldhof Mannheim. Wie werdet ihr versuchen, diese Aufgabe zu lösen? Ja, also das Hinspiel war ein sehr emotionales Spiel auch, wo dann unser Stürmer David Almbaev, der leider nicht dabei sein kann, 2 überragende Tore macht. Wir wollen wieder aus der Defensive unser Spiel machen und wollen dann den Gegner ärgern und dann unsere Nadelstiche nach vorne setzen und dann das Spiel auch gewinnen. Und ich glaube, ich weiß, dass wir das Potenzial dazu haben und deswegen bin ich auch zuversichtlich. Michael, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank gleichfalls.